Magic Moment. Mhm. Kannst du dir vorstellen, oder? Ja. Mensch, Sarah, während dein Date nur von sich selbst erzählt, trifft Lisa jemanden, der ihre finanzielle Zukunft sichert. Die am besten investierten 30 Minuten des Jahres. Das Anlagegespräch. Jetzt Termin vereinbaren bei ihrer Sparkasse. Am 6. Spieltag in der Landesliga Gruppe 1 hatte der SSV Bergisch Born die DJK Fortuna Dilkrad am Sonntagnachmittag auf deren Anlage zu Gast. Die 8. Minute. Fehler von Dilkrad im Aufbau. Maric raus auf Isaui und der an Keeper Jürgensen vorbei ins Tor. Das frühe 1:0 für die Borner. In der 17. Minute Ecke für Dilkrad, lang gespielt, aber Dilkrad wird doppelt von den Bornern geblockt. Gute Chancen vergeben. Aber nur eine Minute später auf der anderen Seite, Ball durch auf Stanojevic und der mit dem 2:0 für Bergisch Born. Die 20. Minute. Wieder Ball auf Stanojevic und der überlegt ins Tor, das frühe 3:0 für die Borner. In der 29. Minute Ball auf Stanojevic, aber der chippt übers Tor, Chance auf seinen Hattrick verpasst. Die 31. Minute. Wieder Born und dieses Mal macht Stanojevic seinen lupenreinen Hattrick perfekt. Das 4:0 für die Borner und die Partie war schon so früh gelaufen. Zur Pause führte der SSV Bergisch Born verdient mit 4:0 gegen die DJK Fortuna Dilkrad. Die 49. Minute. Abschluss vom Borner Di Donato, aber die Latte ist im Weg. Die 57. Minute und mal ein Angriff von Dilkrad. Schuss von Zechlin, aber Keeper Kilter mit einem Arm dran und Münten wird auch noch von den Bornern geblockt. In der 59. Minute. Indirekter Freistoß für Dilkrad. Der Schuss von Ströttges wird von Keeper Kilter geblockt. Und danach schafft es Born ohne Gegentor aus der Situation. Die 70. Minute. Born mal wieder vorne. Aber vom Stein bekommt den Ball nicht im Tor unter. In der 73. Minute. Abschluss vom eingewechselten Pack. Aber der Pfosten hat was gegen den Treffer. Nur eine Minute später Konter der Borner. Ströttges fault Pack. Elfmeter für Born. Streit tritt an und verliert Keeper Jürgensen das 5:0 für Bergisch Born. Die 83. Minute. Ecke Born. Der Torwart segelt vorbei, Stanojevic ist da und macht das 6:0 für die Borner. Der vierte Treffer für Stano an diesem Nachmittag. Am Ende gewinnt der SSV Bergisch Born auch in dieser Höhe verdient mit 6:0 gegen die DJK Fortuna Dilkrad. In der Landesliga Gruppe 1 Tabelle ist der Aufsteiger SSV Bergisch Born nun auf Platz 3 mit nun 13 Punkten aus 6 Partien. Weiter geht es für den SSV Bergisch Born am kommenden Sonntag beim VfB Hilden 2. Anstoß ist schon um 13 Uhr.